Hallo, mein Name ist Markus Strelitz. Wir sind hier auf der SBS IPC Drives und hier am Stand der Elektroautomation darf ich Holger Wirth begrüßen. Holger Wirth, Sie sind Vice President für den Bereich Forschung und Entwicklung bei ISRAVISION. ISRAVISION, Bildverarbeitungsspezialist und dieses Jahr das erste Mal hier auf der SBS. Mit welchen Neuheiten ist denn ISRAVISION vertreten? Wir zeigen hier auf der Messe unser neues Produktportfolio. Plug and Automate ist da unsere Abkürzung für. Und das hört man auch schon an dem Titel dieser Produktgruppe. Also die Produkte sind so designt, dass der Anwender sie ja einstöpselt und sie direkt auch funktionieren, er direkt eine Automatisierungsaufgabe lösen kann. Dort haben wir insbesondere den Griff in die Kiste adressiert, eine sehr komplexe Applikation in der Vergangenheit gewesen. Durch unsere neue Plug and Automate Produktlinie wird das sehr einfach. Das heißt, unsere Kunden können derartige Anlagen, ja, ich sage mal, in einem halben Tag in Betrieb nehmen. Das war vorher die Arbeit von mehreren Tagen, vielleicht sogar Wochen, ja, bis so eine Anlage lief. Also das ist so das Themenschwerpunkt. Ja. Gab es da konkrete Anforderungen aus dem Markt, dass man das ganze Plug and Play sozusagen haben möchte, also einfacher zu installieren? Selbstverständlich, ja, denn unsere Kunden sind nicht Spezialisten in Bildverarbeitung. Software ist auch oft schwierig zu bedienen, umfangreiche Einstellungen zu machen. Wir haben uns hier sehr viel Mühe gegeben und sind da, glaube ich, auch sehr erfolgreich damit gewesen, die Software sehr einfach zu gestalten. Wir haben hier bewusst Windows 8 GUI jetzt hier umgesetzt, also eine sehr moderne Bedienoberfläche. Auch mit dem entsprechenden Touch-Hintergrund. Also das macht sogar auch Spaß, jetzt mit der Software zu arbeiten, hier Produkte einzurichten in den Menüs. Und das kommt sehr gut an bei den Kunden. Wir haben ein hervorragendes Feedback. Also die Benutzeroberfläche ist, glaube ich, schon das Highlight dieser Produktserie und auch das Merkmal, das es besonders einfach macht, auch die Produkte einzusetzen. Welche Zielgruppe nehmen Sie damit in den Fokus? Die Zielgruppe sind letztendlich Systemintegratoren, die also an den Endkunden, an der Regel das verarbeitende Gewerbe, ja, die verarbeitende Industrie, letztendlich dann Lösungen anbietet. Also schon auch Kunden, die einen Roboter integrieren können. Ja, aber wie gesagt, nicht mit Bildverarbeitung unbedingt jetzt in der Komplexität zu tun haben. Und dann dem Kunden letztendlich eine komplette Anlage mit allem drum dran, Stahlbau, Sicherheitstechnik und dergleichen anbietet, wobei wir von unserem Produktportfolio nicht nur jetzt Software und Sensorik, sondern auch Roboterprogramme mitliefern, also es dem Kunden besonders einfach machen, ja, auch dieses Produkt einzusetzen. Also durchaus auch da das Robotik-Know-how nochmal von unserer Seite aus unterfüttern. Trend zur Usability, also zur einfachen Anwendung, ist das eine der Entwicklungen, die Sie zurzeit auch im Markt sehen? Ja, ganz klar. Also das kommt natürlich auch aus dem privaten Umfeld. Ja. Man ist durch die Tablet-Bedienung ist man das gewohnt. Also andere Benutzeroberflächen als früher Windows. Ja. Also andere Benutzeroberflächen auch einzusetzen. Ich sage auch mal, der Trend geht auch zur Informationsreduzierung. Ja. Man will nicht mehr so viele Informationen auf einen Blick haben, sondern eher das selber selektieren dürfen. Ja. Welche Informationen möchte ich haben, welche nicht. Und also das ist, sehen wir ganz klar als Trend. Die neuen GUIs, ja, die auf Touch ausgelegt sind. Touch ist in der Industrie immer schon ein Thema gewesen. Wir gehen davon aus, dass sich das enorm verbreiten wird. Gibt es weitere Entwicklungen, die Sie so sehen zurzeit? Natürlich werden die Systeme immer schneller, besser. Sie werden integrierter, ja, das ist, glaube ich, auch ganz klar zu sehen. Auch da die Technik aus der Konsumgüterindustrie, die schnelleren Handyprozessoren, die Chips, die auf dem Handy schon 8-10 Megapixel haben, auch das geht in die industriellen Applikationen rein. Das sieht man auch an der Rechnertechnik, auch wie man es hier auf der Messe sieht. Ja, die Rechnertechnik wird immer auch, sagen wir mal, kompakter. Auch das werden wir in unseren Produkten im nächsten Jahr wiederfinden. Noch ein kurzes Wort zur Messe. Ich habe es vorhin erwähnt, ISRAVISION ist das erste Mal hier auf der Messe. Welche Bedeutung hat die Messe für ISRAVISION? Also es ist eine sehr interessante Messe für uns, weil wir doch auch ja durchaus unsere Kunden hier treffen. Die Maschinenbauer, die Automatisierer, die also hier nach Komponenten schauen, die vielleicht etwas verwundert sind, hier zum ersten Mal uns auch anzutreffen. Insofern auch eine neue Situation. Aber bislang können wir sagen, eigentlich schon auch eine ganz erfolgreiche Messe. Und man wird sehen, wie,
wie es in der Zukunft weitergeht. Ja, dann bin ich sehr gespannt. Herr Wirth, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Dankeschön. Okay.